bringen Schande unserem Schiff. Du bringst Schande über mich. Keine Ehre. Mein Gut, sie haben es ja drauf angelegt. Und ohne wollte ich ja nicht. Na gut, wegen dem, wir mussten jetzt auch unbedingt eingreifen, sonst hätten sie unseren Falke kaputt gemacht. Und wir sind jetzt eh schon Falke über der Zeit, hundertprozentig, da gehe ich jede Wette ein. Ich mache jetzt einfach mal aus der Ausnahme, aus dieser Aufnahme 2. Dann einfach die nächste Folge morgen uploaden. Ich meine, wir sind jetzt eh schon drüber und mussten das machen. Kommando akzeptiert. Wutz! Wenn wir noch wieder in unseren. In unser paar Millionen reingeflogen sind. So, wir reparieren das mal. Ich meine, wir sind jetzt eh schon drüber. Ich muss nur kurz überlegen. Warte mal. Eingehende Nachricht. Warte mal. Ich muss gerade mal überlegen. Doch, wir sind jetzt schon knapp 5 Minuten drüber. Dann, mache ich jetzt noch mal. Sind knapp 5 Minuten drüber. In der Zeit, wo ich gerade überlege, kann ich das mal kurz reparieren. Passiert ja eh nichts Interessantes. Jetzt haben wir. Okay. 5 nach muss ich ungefähr aufhören. Ich meine, war gut, wir sind jetzt eh schon drüber. Was soll's? Machen wir halt 2 Folgen raus. Also, der ist fertig. Mussten halt eingreifen, wie jetzt gesagt. So was kann da passieren. Wo ist denn der? Nicht in der Erzmine. In der. Der da. Handel. Ja, natürlich ist in unserem. Falke, Frachter. Der Teladi-Falke ist ein Kampfschiff. Gut, das ist repariert. Apia. Natürlich ist in unserem Raumschiff. Falke, Frachter. So, Navigation. Docke an. Chosen Niederlage. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut, da gibt's nichts. Stimmt das mal, was ich hier gerade in meinem Kopf so schön zusammenrechne? Ja, dürfte sogar fast stimmen. Kommt hin. Na egal, wenn es Pi mal Daumen 2 Folgen werden jetzt einfach raus. Da kennen wir nichts. Gut, es sah vorhin so aus, als würde der eine irgendwie aus seinem Schiff aussteigen. Hat er wohl doch nicht. Exakt. Ah. So, jetzt können wir uns endlich mal unserem Bird hier widmen. Zack, gelände Schiffe, Handel, Herz. Herz, verkauft. So, wo fliegt er jetzt hin? Ich lasse ihn nochmal nach Friedloch fliegen. Akzeptiert. Nochmal gucken wegen den Energiezellen. Ich glaube, ich werde ihn wirklich da unten bei 2 Riesen und südlich disponieren. Wenn es jetzt das richtige Wort war. Verfrachten. Arbeiten. Keine Ahnung. Und ja. Wir werden gescannt. Wir werden gescannt. Das wäre noch eine Fallmission. Sie sprechen mit dem Auto. Weißt du, ich arbeite ich dir jetzt. Nee, ist zu wenig für uns. Kurs Niederlage. Ja, Polizei, wie war das eben? Wollt ihr mit uns reden? Oh, der hat solche Sprache verschlagen. Hat solche Sprache verschlagen, dass ich mit einer M5 ein paar M4 und M5 getötet habe. Nee, Scherz beiseite. Ja. So. Wir sind wieder in Kurs Niederlage. Wo es halt auch erreiche nicht gibt. Ich guck mal kurz, vielleicht Sie sprechen sogar, mit dem was ist der sogar eine Schmecken dabei? Was haben sie? Eine Nova Aufklärung mit 78%. Ich glaube, das kaufen wir uns sogar. Ja, damit. Ich meine, 78% bedeutet, es ist ein Gewinn dabei. Wir verkaufen es aber nicht direkt, aber ich würde mal kurz gucken, wie viel es direkt verkauft. Es würde schon so einen Gewinn bringen. Sagen wir es mal so. Aber wir machen gelandete Schiffe, Nova Aufklärer, Kommandos, Navigation, Folge Kommando mir. Akzeptiert. Nova Aufklärer. Obwohl ich mir überlege,
Wollen wir die Nova nicht verhalten? Ich meine, wir wollen eine Nova. Wir wollten eh eine Enterin. Und eine Nova-Aufklärer. Ich glaube, ich werde sie einfach behalten. Schilde sind ja nicht schlimm. 3x25 Megajoule finde ich okay. Bei 190 Meter pro Sekunde. Alles ganz nett, ganz nett. Ich glaube, ich behalte sie. Und ich man muss sagen, das Design ist von der ja gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, jede Art von Unterschiff hat immer so ihr eigenes Design und so weiter. Dann werden wir die behalten. Dann haben wir unsere eigene Kinder Nova, haben wir unseren drei. Kommandos, mach du mal gern. Ich meine, dann haben wir eine kleine, hübsche, süße M3. Und wenn wir uns ein bisschen bei den Split einschleimen, können wir uns sogar die 25 Megajoule-Schilder holen. Weil, as far as I know, gibt es diese Schilde nur bei Le Split. Und was will man sagen? So ein prima Angebot. 500.000, eine M3. Also, dafür, dass ich ein bisschen mit der Aufnahme verpatzt habe, lief die Folge doch eigentlich ganz gut. Wir haben zwei M3, eine, die wir verkaufen wollen, und eine Nova. Ich persönlich liebe die Nova. Vor allem, weil sie eine rückwärtige Geschützkanzel hat. Und es gibt ja mehrere Versionen von Nova. Und es gibt, die meisten Versionen kosten, glaube ich, so um die 1,5. Lass mich lügen, 1,5. Es gibt halt eine, die hat einen Preis von 2 Millionen. Nova, Aufklärer. Ich glaube, die hat gar nichts. Weder Laser noch nichts noch. So. Hier gibt es bestimmt einen Ausrüstungszug. Ich scanne das mal kurz, dann gebe ich dir den Befehl Docker an. Ausrüstungsdock. So, Nova Aufklärer. Docker an. Ausrüstungsdock. Nein, der Erzmine ist noch was und es ist ein Schiff gelandet. Wenn es jetzt noch eine gebrauchte ist, wäre es Sie sprechen Schammer. Mit dem Was bieten Sie etwas an? Na gut, das ist ein überteuerter und überfrachter. Naja, schade. Ich glaube, zweimal Glück reicht erstmal für die Folge. Und für die nächsten 10 Folgen. Naja, man darf auch mal Glück haben. Ich weiß nicht, mir kommt so vor, ich habe ja auch mal ein Spielchen gehabt, wo ich bei den Splits so ein bisschen angefangen habe. Und da habe ich ja meine erste und einzigste M6 bekommen. Split durch gebrauchten Schiffskauf. Sie sprechen mit dem Und hier kommen sie mir bei den Splits. Die Argonen, die Scheiß. Die blöden. Ich entschuldige mich, ich muss mir das abgewöhnen fürs Let's Play. Die blöden Pener. Also Pener. Die geben uns kein gutes Gebrauchtschiff. Kaum sind wir bei den Splits, geben sie uns eine schöne Nova. Geben sie uns, was war das andere? Eine Falke. Das war nicht so schön, aber es ist ein Schiff. Und. So, unser Facebook ist hier. Mal gucken, wie es mit den Sonnenkraftwerken aussieht. Na, das eine sieht sogar ganz gut aus. Navigation, Docker an. Beta. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ich habe gerade gespeichert und. Falke Frachter. Ich frage mich, warum gibt es eine Frachtversion von M3? Der Teladi-Falke ist ein Kampfschiff, so ist eine Art. So, der geht an die Schiffswerfer, den wollen wir verkaufen. Und ich will mal kurz gucken. Hätte ich eigentlich auch an der Station bleiben können. Aber ist jetzt eh wurscht. Infos. Aber wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Ja, okay, eine halbe Mille. Wir kriegen wieder knapp eine Million, hoffe ich, denke ich, durch die M1, M3, die wir verkaufen. Also, haben wir eh Gewinn. Also, was Schild angeht, sieht es hier sehr räudig aus. Also wir können mal ein Megajoule-Schild reinbauen. Dann haben wir ein bisschen was. Turbo-Booster. Kostet aber eine Menge. Eine Menge. Da oben, Überschussniederlage, ist wieder so ein Giga-Sektor. Deswegen will ich da nicht hin. Tor, Tarkas Stern. Aber nach Tarkas Stern. Vielleicht kriegen wir da Pferdchen. Man will ja mal sein Glück herausfordern. Ich will mal kurz gucken, wie langsam der Falke ist. Ein Kampf. Ja, das ganze 60 Meter pro Sekunde langsam. Und das liegt nicht daran, dass es eine Fracht habe, sondern es liegt einfach daran, dass Teladi Schiff im Allgemeinen langsam ist. Wirklich die Ausnahme bietet halt die Haken. Das ist wirklich das einzige Schiff, was nicht mit langsamen Geschwindigkeiten protzen kann. Wenn man das protzen nennen kann.
Gleiche System, Tarkas Stern. Hier haben wir sogar eine Fight. Sie sprechen mit dem Fotokinell. Hammer! 200.000, her damit. Bronkers Feuer. Reicht uns das? Reicht uns das? Ich will jetzt nicht wieder wegen so einer Mission über die Zeit kommen, da muss ich noch eine Aufnahme mitmachen. Ja, irgendwie blöd. Was fliegt denn da so? Pirat, Buster. Was flog da so rum? Ich werde einfach jetzt gleich dann Pause machen. Auch wenn es dann vielleicht die eine Folge ist und die andere ist, dann wird es dann halb und dann ist die eine wieder ein bisschen zu kurz, aber. Shit happens. Das passiert halt, wenn man irgendwas noch unbedingt machen will und dann. Erreiche System. So, Roncars Wolken. Das ist System. Tour, Roncars Feuer. Fire. Ich mache jetzt einfach mal schnell die Aufnahmepause, bevor wir die Mission machen. Shift A. Und unser Birdie Birdie Bird ist schon wieder da. Nein, das ist ja gar nicht. Achso, das ist von der Mission. Können wir schon unser Schiffswerft Handel 1,2 Millionen. Das sind wir immer noch jetzt über unserem Geld und Ausrüstungsstock. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Haben wir dann schon unsere M3, die ich halt schon haben, schon eigentlich irgendwie bei. Ich habe gedacht, ach, bei Nagonen kriegt man es bestimmt. Ich meine, Nagonen benutzt Nagonenschiffe, also wird man da auch Nagonenschiffe bekommen, aber nein, bei den Splits bekommt man es, alte verkümmelte Nagonenschiff. Ja, gut, das will man mehr. Das war die 34. und leider auch die 35. Folge. Entschuldigung nochmal, unseres Let's Plays zu X3 Terran Conflict Lifemaker Over and Out.